Hey und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine weitere Snapshot-Vorstellung und ihr könnt sehen, es ist mal wieder extremst viel passiert. Der Snapshot, 21 w 10 ist rausgekommen, oben links in der Ecke könnt ihr sehen und damit ist jetzt die Implementierung von Lush-Caves-Biomen passiert. Aktuell noch in nur Single-Biom-Welten, aber wir können es mal ganz genau angucken, wie das im weiteren Verlauf aussehen wird. Ich dachte nicht, dass die Lush-Caves auch bis ganz irgendwie nach unten gehen. Tun sie aber und wir haben hier riesige Dinger mit extrem viel Zeug zu sehen, extrem viel Änderungen, nochmal neue Erzverteilung, es gibt jetzt weniger Diamanten und vieles mehr, seht ihr alles in diesem Video und was darin noch jetzt passiert und was so abgeht, äh, erzähle ich euch gleich, davor aber noch, falls ihr seid und mich noch nicht kennt, gerne den Kanal, Kanal abonnieren, dann landen die Videos in der Abo-Box, hilft immer extremst. Vielen, vielen Dank für den Support, auch ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus, da lassen wir super, super lieb, Leute. Vielen, vielen Dank für den Support, jetzt geht's los mit der Snapshot-Vorstellung, jetzt go. So Leute, wir starten einfach mal dem Lush Caves Biome an sich. Wie ihr sehen könnt, äh, ja, es ist sehr, sehr grün geworden. Es kann, kann ab sofort das Moos generieren an den Decken. Sowie am Boden. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier unten am Boden, wo das Deep Slate ist, äh, ich vergesse mal das Wort Deep Slate, doch da sieht das Gras irgendwie nicht so grün aus wie da oben. Oder kommt mir das nur so vor? Bin mir nicht ganz sicher. Es wächst auch noch auf diesem Moos. Dann hier diese Moosteppiche, die wachsen da drauf. kennen wir ja. Es wächst aber auch normales Gras noch oben drauf und tonnenweise dieser Mini Azalea Trees, also flowering Azalea, normal Azalea. Und äh, ja, also im Prinzip das, was wir schon die ganze Zeit uns vorgestellt, oder schon, schon geahnt oder schon mal gesehen hatten. Glowberries hängen von der Decke. Ich weiß nicht, ob die Villianen von alleine wachsen. Wir könnten mal probieren mit. Äh, Sekunde. Game Rule, Random Tick Speed, 3000 oder sowas. Ja, die wachsen jetzt mit der Zeit natürlich auch von alleine hier noch runter. Schaut euch das mal an. Oh, yes, das mache ich aber wieder äh, auf Standard zurück. Das heißt, wenn ihr lang in der Welt seid, kann es natürlich sein, dass ihr extremst krasse. Welten habt, wo die äh, Lianen oder die Glowbrays äh, die schon bis zum Boden runtergewachsen sind. Krass. Ähm, das sieht schon wieder aus wie eine Geode übrigens hier drin. Ist das eine Geode? A safe ist das eine Geode hier unten drin. Die ist aber komplett zu noch. Und äh, das sieht allerdings sehr, sehr krass aus. Sogar hier unten auf lava -See höhe generiert das Lush-Caves-Biom rein. Wird hier geblockt von Clay und dahinter haben wir dann genau solche Pools mit Clay auch hier so in verschiedenen eben abstufig finde ich sieht aber irgendwie sehr sehr nice aus also wirklich fände ich cool wie als wenn das cooler als wenn das anders gemacht worden wäre ähm, extremst viel Clay Leute extremst viel wenn ihr mit Bricks bauen brau, äh, ja bauen baut Brickbier äh, wenn ihr mit Bricks bauen wollt einfach so ein Biom finden ihr könnt massig Clay sammeln das ist ultra strong. Ansonsten halt mit villager trades, ne, dieses das, da kann man sie auch genug bricks. Man kann, ich ich glaube, bricks werden häufiger in Minecraft Gebäuden dann genommen, weil man sich das relativ easy farmen kann. Im Sumpf war das ein bisschen anstrengend und hier ist das eigentlich extrem nice. Gut, sonst noch was Wichtiges? Äh, geht über die komplette Geschichte durch. Ähm, genau, wir haben noch azalea trees oben drauf. Vielleicht sehen wir ganz kurz spontan ein. aber gerade auch Nacht. Time Set, day. Oben an der Oberfläche gibt es gelegentlich mal so einen Azalea-Tree hier, der es liebt, seine Wurzeln in die Höhlen reinzustrecken. Aber das heißt jetzt nicht, dass auch wirklich da Wurzeln runterhängen, sondern das ist einfach ein Baum, der über dem Biom wächst, so wie es aussieht. Übrigens, vielleicht auch nochmal interessant zu sehen: ein Lush Caves Mineshaft, wie das hier schon wieder aussieht. Da kannst du ja kaum richtig durch. Das heißt, ein Minenschacht einfach mit sämtlichen Gemüse zwischendrin. Oder in so einem Mycard Muss man sich hier durchkloppen wahrscheinlich. Ey, das ist extremst belebt. Übelst viel, oh sogar an dir, danke. Übelst viele verschiedene Steinsorten drin im Boden. Und äh, was ist los? Die, die Höhlen, die sind ja mal richtig farbig geworden. Extremst. Gefällt mir aber gut. Dazu gibt es halt noch ein paar weitere kleine Änderungen. Da gucken wir gleich auch nochmal rein. Ich weiß einfach krass, was hier für ein huge Ding einfach ist. Krasse, krasse Sache. Bevor wir zur Erzgenerierung kommen, noch eine weitere kleine Sache. Es gibt neue Blöcke, die wurden hinzugefügt. Wir haben jetzt Cracked Deep Slate Bricks. Ähm, die kriegt man dann wahrscheinlich, wenn man das im Ofen einmal durchbrennt. Und äh, crack, äh, Cracked Deep Slate Tiles. Das sind die hier. Also einmal die Cracked Version hier von die Cracked Version davon, damit man irgendwie das schön hat. Ein ne? bisschen Risse drin. Und es gibt auch eine Infested. Deep Slate Version. Und Infested Deep Slate ist praktisch dasselbe wie ein Infested Stone, dass da ein Silberfisch rauskommt, wenn man den abbaut im äh, Survival. Aber auch hier, schaut ich mal an, so viele verschiedene Steinvarianten. Man kann so viele Dungeons und krasses Zeug, glaube ich, damit bauen. Das ist schon mega nice. Und es gibt noch was anderes. Äh, Kohleerze im Form von Deep Slate, sowie Emerald und Kupfer. Und das Besondere dabei ist, hey, gab es nicht die ganze Zeit. Nein, gab es nicht. Die gibt es jetzt. Ähm, Deep Slate Coal Ore gibt es jetzt seit neuestem. Kohle kann nämlich gar nicht in Deep Slate Region generieren. Das generiert hier nur oberhalb. Also hier vorne seht ihr es einmal. Es gibt nur dieses Kohleerz. Und in Deep Slate generiert gar keine Kohle. Aber trotzdem wurde die, wurden diese Erze hinzugefügt, weil für Map Making für Mapmaking und, und Datapacks und was weiß ich, falls man das doch haben möchte, kann man das mit einem Datapack auch tiefer generieren lassen, zum Beispiel. Oder sowas im Entry. Also haben wir dann bei den Deep Slate Ores. Kupfer drin, wird es sonst nicht geben. Wir haben Kohle drin, wird es sonst nicht geben. Und Deep Slate Emerald Ore würde es auch nicht geben. Ansonsten, die Ärzte selbst haben auch nochmal einen kleinen Overhaul bekommen. Können wir ganz kurz drüber gehen. Äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich, aber ähm, die Golderze sind nochmal neu. Eisen -Ärzte noch nochmal neu. Eisenerze sind wieder anders. Also das war so voll in die, in die Breite gezogen, diese Eisenrisse da drin. Das hat sich aber auch schon wieder geändert. Erz sieht hoffentlich gleich aus wie über und Redstone. Also, ich und, und Emerald Ore, nehmen auch noch mal ganz kurz. Ich packe noch mal alle Erze nebeneinander und dann gucken wir noch mal drüber. So, ich habe die noch mal hingepackt. Also, das sind jetzt noch mal die neuen Erzvarianten und das äh, Eisen jetzt ist nicht mehr so verzerrt, so seitlich. ins letzte Wand so, so lange, so lange, so ähm, lange, weiß ich nicht, äh, Eisenpartikel irgendwie dran, die, so, die seitlich gezogen waren. Das ist Gold, das ist Eisen, das ist Kupfer, das ist Kohle, das ist Redstone. Lapis, Emerald und Dia und ich hoffe mal, dass äh, das jetzt nochmal besser aussieht als die Erze vom letzten Mal oder so. Ja, habe ich auch mal ein kleines Thumbnail von gemacht. Gut, so sehen die Dinger aus. Die Erzverteilung, meine Damen und Herren, wir haben eine neue Übersicht und erstmal sieht so alles so aus wie auch ich glaube das letzte Mal, ist ein bisschen schwierig einen Unterschied festzustellen. Ich habe die jetzt mal hier gegenüber gelegt, also wenn ich rufe, Das ist die alte für Snapshot 21W08A, könnt ihr hier oben sehen, das ist äh, gedingst Und das ist für 21W10A. Die, die sind, die haben nicht das gleiche Format, deswegen verrutscht das so ein kleines bisschen. Also, warte mal ganz kurz, kann ich hier überhaupt... Hallo? Kann ich, kann ich rüber switchen? Jetzt will die Pfeiltaste nicht funktionieren, warum kann ich hier jetzt hier später nicht... Egal. Ja, ich krieg's eigentlich hier nicht auch noch gerade im Livestream das auf. Also, das nächste Mal, wenn frei freikommt, könnt ihr auch im äh, Livestream mal reinschauen. Da äh, gucke ich mit den direkt an und dann machen wir das wieder zu. Folgendes. Äh, es gibt jetzt mehr Emeralds in Bergen. Anscheinend war das immer noch zu wenig. Hier oben, die Spitze ist halt einfach insane und die geht, geht die auch tiefer? Jedenfalls, die bohrt sich irgendwie sehr, sehr runter bis zur Höhe 32. Also 32 und höher können Emerald-Erze kommen. Das ist äh, krass. Und ich dachte, sonst fand ich auch mal ein bisschen nur an höheren Bergspitzen, oder? Naja, also bis, bis für 32 kann überall Emerald-Erz jetzt kommen, in allen Biomen, so wie es aussieht. Nicht nur in Bergbiomen. Nee, Entschuldigung, Only Mountains Biome. Ich habe mich verlesen. Hier steht ja unten, Bergbiome. Nevermind. So. Äh, es gibt mehr Lapis. Das war vorher weniger. Das scheint ein bisschen zu wenig gewesen sein, auch wenn ich es eigentlich recht viel fand. Dann gibt es weniger Copper, Gold und Redstone. Das hat sich reduziert ein bisschen. Ähm, Kupfer finde ich schade, dass es ein bisschen wenig ist. Das äh, ist halt so die Sache, dass wir das will mal als Baumaterial am Ende nehmen. Das ist hier das Ding. Der Balken hat es ein bisschen reduziert, er war ein bisschen äh, größer hier. Das ist mein größtes ein breiteres Dreieck, ist ein dünneres. Und ähm, was ebenfalls passiert ist, Red, Red Zone, Gold und Copper, also Gold wird extrem selten. Schau ich das mal hier unten. Da muss man wahrscheinlich dann im Nether angucken. Gold ist sehr, sehr selten geworden. Was ein echt halt, echtes Gold hat auch so selten. Das ist halt die Sache logischerweise ist es nicht so teuer. Dann es gibt kleinere Diamantglumpen, dafür aber etwas häufiger. Das heißt, die Diamantrate wurde verringert. Und es steht aber auch less diamonds or less diamond ore overall though. Also es gibt weniger Dias als im vorherigen Snapshot Ding. Vielleicht müssen wir uns nochmal die Erstverteilung jetzt ein bisschen genauer angucken. Machen wir vielleicht mal in einem separaten Video oder so. Aber das ist krank. Reduced air exposure. Das heißt, die Dias sind schwerer zu finden, weil man sie in Höhlen findet. Und es sind auch noch weniger geworden. Dias werden richtig teuer, Leute. Sie werden richtig, richtig teuer. Dann Eisen ist ebenfalls verringert worden von der Menge. Das Dreieck war auch ein bisschen dicker, ist jetzt kleiner geworden. Und. Ähm also, also hier so dünner, dass die Menge reduziert worden ist und das Eisenerz, diese, diese smaller Blobs, die wir unten gesehen haben, hier diesen kleinen Haufen, der ging glaube ich mal bis hier minus minus 8 oder bis 0 oder so, oder der, der ging auf jeden Fall höher, der ist nochmal reduziert, nochmal kleiner. Eisen wurde drastisch ebenfalls reduziert. Ich würde mal sagen, packt die Eisenfarben aus. Es ist jedenfalls nicht so relevant, das kann man mit Eisenfarmen kompensieren, aber Dias sind äh, eventuell ein bisschen ne, problematischer. Okay, da hat sich ein bisschen was getan. Und ihr könnt ja mal Bescheid sagen, wie findet ihr die aktuellen Änderungen? Ab in die Kommentare. Nochmal zum Vergleich. Wie gesagt, hier drüben ist die 1,16. Und irgendwie kann ich. Irgendwie kann ich hier nicht äh, switchen. Doch, doch, ich kann, Warte mal, ist doch die ID. Ich kann switchen. Warum konnte ich, ich. Ich muss mal rauszoomen und dann kann ich mal zur Seite gehen. Ah, oh, jetzt kann ich wieder wechseln. Was ist denn hier los? Okay, hier seht ihr es nochmal ein bisschen besser. Das war das Eisen vorher. Das ist das Eisen jetzt. runtergesetzt Runtergesetzten kleiner. Kann man gut sehen? kann man gut sehen. Gold, äh, Kupfer, kleiner. Dias, kleiner. Äh, Lapis sollte etwas mehr geworden sein. Hier dieser Dings, ein bisschen breiter geworden. Ne? Und bei Emeralds sollte irgendwie auch mehr geworden sein, auch wenn sich das irgendwie, glaube ich, nicht so richtig durch die Grafik erklärt. Und Redstone sieht irgendwie auch ähnlich aus wie vorher, ist nur ein bisschen kleiner, weil ich halt auch rauszoome. Keine Ahnung. So, das ist die Zusammenfassung. Was sagt er dazu? Dann als nächstes noch ein paar kleine Änderungen, nämlich äh, Cobble Deep Slate. Kann man jetzt in Deep Slate reinschmelzen? Also, das war Cobble Deep Slate. Kannst wieder brennen im Ofen, genauso wie aus Cobble Zone kannst du Clean Zone machen. Aus Cobble Deep Slate kannst du Deep Slate machen. Clean Deep Slate, so in der Art. Du kannst jetzt das Deep Slate an jeder Achse oder achsenseitig platzieren. Also, wenn du das so setzt oder so setzt, ne, dass das jetzt äh, Orientierung hat wie so ein Baumstamm. Ging vorher nicht. Vorher war das immer nur in eine Richtung orientiert. Das war auch. Äh, Krass. So Deep Slay zwei Varianten von. Ist halt fürs Bauen ganz gut geeignet, ne? Die äh, Lightning Brots, die Blitzableiter können jetzt gewaterlockt werden. Das ging vorher nicht. Wobei ich mich wundere, wofür braucht man Blitzableiter im Wasser? Aber ich denke mal, das ist nur für Deko dann wahrscheinlich. Ansonsten können... Ähm, haben wir letztes Mal gesehen, dass ganz tief unter der Erde auch Kohleerze von oben generiert worden sind. Das war, weil dann Fossil war. Also diese Knochenblöcke. Und ähm, die... Kohleerze von den Knochenblöcken sind jetzt auch die Deep Slate-Variante davon. Übrigens, wie viel haben hier diese Blossoms eigentlich jetzt hier die Gegend mit Partikeln gefüllt? Weißt du, was ich gleich mal machen werde? Ich werde mal hingehen. Game Rule Random Tick Speed ist komplett volllaufen lassen. Mal gucken, was passiert nach einer Weile. Die komplette Höhle ist übelst mit den Sporen jetzt gefüllt. Ist aber sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Sehr, sehr atmosphärisch. Okay dann gab es noch eine Sache, die, genau, Texturen und Ärzte haben, wurden nochmal geupdatet, das waren die generellen Änderungen, die hatte ich aber eigentlich schon eben gerade einmal durchgehandelt. So, dann stellen wir das mal hoch, mal gucken, was passiert, wenn wir Random Tick Speed 3000 machen. Die hängt die fliegen in die Lava mit rein oder so, hier oben gucke ich auch nochmal. Ups, oh ne, hier, hier ist die Geode, alles klar, da habe ich schon gewundert, wo der Eingang davon ist, weil die, die haben immer irgendeine Öffnung, immer irgendeinen Eingang. So, Game Rule Random Tick Speed. Die Wines wachsen sowieso jetzt killermäßig runter und die es hier ein Limit? Oh lol, okay. Die Lianen, die wachsen bis zum Geht nicht mehr. Die Glowberries haben ein Limit, wie weit sie wachsen können. Das habe ich vorher noch gar nicht ausprobiert. Gut, dann wird mit Zweifelsfall die Cave halt so aussehen, dass sich die Lianen bis in die Unendlichkeit runterstrecken. Und dann würde es irgendwann so aussehen. Ja, gut. Dann wachsen die Lianen zur Seite, wachsen wieder runter, zur Seite wieder. Irgendwas halt ein riesiges Lian mehr. Äh, ich weiß nicht, ob das gut ist, das Lian nun endlich lang... Das sieht richtig verwuchert das sieht richtig dschungelmäßig aus. Naja, soweit so gut. Jetzt noch eine Sache, da muss ich aber ein bisschen tiefer noch reingucken. Habe ich nicht ganz gerafft jetzt auf Anhieb. Und zwar gibt es etwas Shader betreffend. Minecraft... Oder hier Rendering ist now using OpenGL 3.2 Core profile, profile All Fixed Function Rendering has been replaced with Shader Based Rendering. Also irgendwas mit Shadern. Ich weiß noch nicht was genau damit auf sich hat. Die sind jetzt nicht offiziell unterstützt, aber irgendwie ähm, kann man das jetzt, in, kann man Shadern, packs integrieren, wenn ich das richtig hier gelesen habe. Das ist ein bisschen komplexer. Ich habe den Snapshot noch gerade erst gesehen, während ich halt live gegangen bin. So, oh verdammt, sich ein Snapshot draußen. Äh, schön, Snapshot Vorstellung. Und ähm, das war so das erste, was ich gesehen habe. Ansonsten jede Menge Bugfixes. Habe ich jetzt nichts so übertriebenes, krasses gesehen beim Überfliegen. Wenn es noch was Neues gibt, erfahrt ihr es auf dem Kanal. Wenn es ja. noch was Relevantes ist für ein Video. Ansonsten erwähne ich das noch mit dem nächsten Snapshot-Vorstellungsvideo. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls noch was anderes kommt, erfahrt ihr es auf dem Kanal. Deswegen regelmäßig reinschauen. Vielen Dank und bis nächsten. Ciao, ciao.